So, liebe Leute von heute, herzlich willkommen zurück im Dojo von Propperton, wo wir im letzten Part den Groove beweisen mussten. Wir mussten unsere grauen Zellen mal anstrengen und ein bisschen Memory spielen. Auf der Tanzfläche hier drüben. Wie man hier sehen kann, Zeichen, also ja, ein paar Formen werden angezeigt und er sagt rechtzeitig, bevor die Zeit abläuft, müssen wir auf der richtigen Plattform sein, ansonsten... Ja, werden wir wieder zurück. Transportiert. Tja, die letzte Plattform habe ich allerdings auch bloß geschafft, weil zwei andere, ja, Spieler, er sagt, auch noch mit mir auf der Fläche waren. Naldo Senpai, der unten links angezeigt wird, mit 4 Sterne. Und dann, er sagt, noch ein Charakter namens Kimia. Oder Kimia. Wie auch immer. Nur dank den beiden habe ich bei der letzten Plattform nicht festgehangen. Also kommt jetzt endlich der Kampf gegen Parzival, Dojo-Meister von Propperton. Und sieht er, sagt schon aus, wie ein alter englischer Bürokrat. Bist du dieser Phantom Heart? Du bist in aller Munde. Ich bin Parzival, Meister dieses bescheidenen Dojos und Disco-Gänger. Naja, ich bin hier, um dich hochoffiziell herauszufordern, Parzival. Gemäß der Tradition hast du dir tatsächlich das Recht verdient, mich herauszufordern. Bei meinem Monokel. Dann kämpfen wir also. Da ich heute kaum Zeit habe, möchte ich bitte sämtliche unnötigen Formalitäten außen vor lassen. Mit dem einen Finger in die Luft gehoben. Der eine Finger. Percival? Okay, einmal sagt die deutsche Übersetzung und dann jetzt sagt das hier. Ihr wisst, also ja, das da drüben ist sagt beim besten Willen. Soweit ich weiß. Kein mentales Temtem, was soll denn das jetzt hier? Und jetzt geht nicht alle auf einer Tat. Kriegstrommel? Trommel? Okay, wir müssen die irgendwie loswerden. Ein Glück. Es wäre schon ein bisschen merkwürdig gewesen, wenn jetzt er sagt, noch ein Kristallangriff. Was macht er hier bloß? Okay, das kann ich, sagt, vertragen. Ein Wasser-Tukai. Kann mir mal einer verraten, wieso der eigentlich dann der Leiter eines mentalen Dojos ist? Weil das erschließt sich mir jetzt hier überhaupt nicht. Das sind jetzt... Das war jetzt immerhin ein Elektro-Kristall-Temtem und jetzt hier zwei Wasser-Temtem. Okay, das hier ist mental. Und wie kommt eigentlich so einer auf die Idee, ein Tanzdojo eigentlich zu öffnen? Oh nein, einschlafen, Inhumanität. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein.
No! Gut. Oh nein, setz einen Elektroangriff ein. Nein! Oh nein. Wir haben Glück bisher. Wir haben wahrlich Glück bisher. Unsere Kristall-Temtem sind erst jetzt nun wirklich absolut perfekt. Ist mal wieder schade, zwar um Nessler, aber was soll's. Okay, jetzt kommt hier ein Ventel. Spirituell. Okay, Kristallschwämme. Vorteil für uns. Oh Gott. Heftig! Und Ventel besitzt also das Doppelglas. Hat das jetzt eigentlich überhaupt jemand von unseren Temtems dabei? Ich glaube eigentlich nicht. Das Doppelglas haben wir bis jetzt nur bei Psychrox mal ausgerüstet. Und mehr nicht. Reifeleistung, Bändiger. Du hast gegen den Dojo-Meister von Properton gewonnen. Ja. Dies kommt in der Tat nicht sonderlich oft vor. Herzlichen Glückwunsch. Gut, und jetzt wirst du unsere Fragen beantworten. Wer ist wir? Und ich muss kategorisch feststellen, dass ich mich nicht einfach schon erklärt habe, Fragen zu beantworten, junger Mann. Bitte nicht in diesem Ton. Du hast ihm gezeigt, Phantom Art. Und wer bist du, bitte schön, junger Mann? Ich muss schon sagen, das verstößt gegen jede Regel. Ich wurde im fairen Kampf besiegt. Ja, aber das heißt noch lange nicht, dass Dritte in dieses heilige Dojo platzen dürfen. Unangekündigt und... Gestehe, wo ist Nala? Das würde ich auch gerne wissen. Ich habe sie vor einer Ewigkeit zu einer Konferenz eingeladen. Und sie ist einfach nicht aufgetaucht. Unerhört. Nachdem sie schon reserviert hat und so weiter. Höchst unziemlich für eine Dojo-Meisterin. Das muss ich schon sagen. Kannst du das beweisen? Ob ich beweisen kann, dass sie nicht hier ist? Nun, junger Mann, schau dich doch um. Siehst du hier irgendwo diese Nala? Also, du hast also Erzbindige Nala eingeladen, aber sie ist nicht gekommen. Ganz genau, so ist sie ist nicht... Moment, hast du Erzbändigerin gesagt? Nala, eine Erzbändigerin? Sei nicht albern, sie ist eine ernsthafte Dojo-Meisterin wie meine Wenigkeit. Keine Heldin irgendeiner Geheimsekte. Die Erzbändiger sind ohnehin ein Märchen. Zurückgezogen, allwissende und allmächtige Bändiger, die niemand kennt. Ach bitte, erspar mir das. So wahr ich hier den einen Finger hebe. Das sind Geschichten aus Schundromanen. Aber diesen oder diesen Videospieldingern. Die Spielsachen von Dummköpfen. Warum hast du sie überhaupt eingeladen? Ich habe sie auf Geheiß meines sehr guten Freundes Professor Konstantinos zu einer Konferenz hier in Properton eingeladen. Erst vor kurzem fragte ich in einem Brief, ob er Neues über den Verbleib von Nala wüsste. Aber leider ist auch er nicht schlauer.
Ah, da fällt mir wieder ein, bevor ich es bei all dem Tumult noch vergesse, den du veranstaltest. Ich soll dir eine Nachricht von ihm geben. Du bist doch Phantom Heart, nicht wahr? Eine Nachricht von wem? Hörst du mir ab zu? Professor Konstantinos, mein alter Freund, erhält sehr viel von dir. Dann nimm diese Nachricht, so wahr ich den einen Finger hier hebe. Und verlasse bitte mein Dojo. Und nimm bitte deinen impertinenten Freund mit. Konstantinos Nachricht bekommen. Phantom Heart, ich habe Hinweise auf Nellas Verbleib. Komm zu mir in mein Büro in der Universität. Beeil dich, sie beobachten mich. Dein Professor Kay. Was steht da drin, Phantom Heart? Also bis jetzt wusste doch neben Professor Konstantinos, dass sie verschwunden war. Okay, das ist höchst verdächtig. Ja, könnte das eine Fälschung sein? Warum will er mich denn sehen? Wie gesagt, er hält viel von dir. Nennt dich einen vielversprechenden jungen Bändiger aus Denise. Er sollte in seinem Büro auf dem Campus der Aubrey-Universität sein. Gut, wir gehen. Du bist fürs Erste aus dem Schneider. Ich nehme an, du weißt, wo es weitergeht? Ich gehe zurück in die Kneipe und bereite die Mannschaft vor, für den Fall, dass wir bald von hier wegfliegen müssen. Du willst doch bloß ein Bier trinken. Ach, ein Glück aber, dass wir jetzt aus diesem Dojo hier raus sind. Aber gut. Professor Konstantinos hat also eine Nachricht für uns gehabt. Und er hat Informationen über das Verschwinden von Nala. Er hat allerdings das Verschwinden noch nicht mal erwähnt gehabt bei der Dojo-Meister-Konferenz. Darüber hinaus... war zu dem Zeitpunkt noch nicht mal klar gewesen, dass sie verschwunden ist. Das Ganze ist auch mehr als höchst verdächtig. Also gut, dann mal weiter im Text jetzt. Wo ist denn jetzt hier... Die Universität ist gleich da unten? Aubrey Universität, Hochschule von Properton. Geist über Materie. Aha. Also gut, Professor Konstantinos. Sie wollten mich also jetzt sprechen. Jetzt bin ich mal gespannt. Und wieso hört es sich jetzt da eigentlich ständig so an, als würde irgendjemand hier ein paar Sachen auf ein Schneidebrett schneiden? Ist das jetzt hier eine Falle? Ach, dieser verfluchte Verräter, oft tut mir alles weh. Psst, sei still, da kommt jemand. Besoto? Was so unten drunter ist hier passiert? Eine Falle der Besoto. Wer war das? Die beiden wurden böse von jemandem vermöbelt. Wer seid ihr beiden? Das ist ein X, das ist alles ein Missverständnis. Wir sind Studenten der Hochschule und wollten gerade den guten Professor besuchen als... Halt endlich die Klappe, wir sind in Uniform, er weiß, wer wir sind. Habt ihr Professor Konstantinos etwas angetan? Nein, wir kamen zu spät oder zu früh, wie auch immer. Wir sollten auf dich warten und auf den Professor und euch... dann beide gefangen nehmen. Das war's für uns. Wir können nicht mehr zurück. Also, was wollt ihr von dem Professor? Keine Ahnung. Sehen wir für dich nach einer großen Nummer aus. Wir befolgen nur Befehle. Plant einen Hinterhalt und warte auf den Professor. Also haben wir gewartet und er ist nicht aufgetaucht. Und dann ist hier jemand anderes aufgetaucht. Und wie? Ich sagte, sei still. Hä? Die beiden werden mir so schnell nichts Brauchbares erzählen. Und mir fehlt die Zeit, sie stundenlang zu befragen. Tja, wer auch immer das war, hat nach etwas in Konstantinos Büro gesucht. Ich muss sie finden, und zwar schnell. Die Informationen? Auch wenn wir heute gescheitert sind, gibt es noch eine Menge von uns in Aubrey. Früher oder später werden unsere Leute Konstantinos finden. Wenn nicht, bereits in unseren Kerkern noch verrottet.
Wo zum Henker ist denn die? Ah, hier. Du hast langes Metallding bekommen. Ein langer Metallstab mit einem kunstfertigen Muster aus Haken an der Spitze. Ein Werkzeug, aber wofür? Was ist das, ein Metallstab mit ein paar Haken? Die sehen aus, als würde man sie irgendwo reinschieben. Ah, mal sehen, vielleicht ja ein Teil eines Mechanismus? Und sonst ist hier nichts Interessantes außer diesem Ding. Klar, wie Kloßbrühe. Wie das Büro von Professor Konstantinos durchwühlt hat, musste schnellstens verschwinden. Ich kann mir nicht sicher sein. Das ist eine Sackgasse. Dann ist wohl eine Zeit für mein Lieblingsdetektiv. Gehen wir ihn suchen. Ich glaube, ich weiß schon, wo wir ihn finden. Ab in die nächste Kneipe. Tja, ab in die nächste Kneipe und danach geht es anscheinend, sag in die Kanalisation. Ein langer Metallstab mit einem Haken. Ja, sowas benutzt man eigentlich auch, um Gullideckel anzuheben. Genießen wir währenddessen diese wunderbare Musik. So, Schankwirtschaft Vivat Akademie. Echte Biere, gutes Essen und freundliche Atmosphäre. Bis die nächste Kneipenschlägerei unter Akademikern kommt. Da schmeißt man, er sagt, nicht mit Biergläser um sich, sondern man schmeißt sich Vorträge um die Ohren. Und dann gab Parzival Fantomat eine Nachricht von Professor Konstantinos und er wollte ihn in seinem Büro treffen. Hm, wie überaus praktisch. Sicher, dass dieser Dojo-Meister dich nicht nach seiner Pfeife tanzen lässt? Bitte, Eddie, ich mache diesen Job schon jetzt schon eine Weile. Ich sag dir schließlich auch nicht, wie man ein... Adia, mein Name ist Adia. Wie dem auch sei, keine Ahnung, was Fantomat so lange treibt. Nun, da kommt er ja. Phantom Heart, wie ist es gelaufen? Naja, zwei Besoto hatten auf mich im Büro von Professor Konstantinos gewartet. Aber jemand anderes kam mir zuvor. Es war also eine Falle. Oder vielleicht haben die Besoto einfach von der Nachricht Wind bekommen und wollten ihr in sein Büro einen Hinterhalt stellen. Dort war also niemand. Jemand hat dort alles auf den Kopf gestellt und zwei verwundete Besoto zurückgelassen. Und der Professor? Tja, die Nachricht muss eine Fälschung gewesen sein. So eine gute Fälschung bekommt nur ein echter Spezialistin. Ich weiß, du willst das nicht hören, Phantomat, aber die einfachste Erklärung wäre wohl leider, dass sie den Professor gezwungen haben, sie zu schreiben. Wenn sie einen Erzbändiger entführen können, dann auch einen Unidozenten. Mhm. Moment mal, wenn die Besoto Konstantinos in ihrer Gewalt haben, warum haben sie dann zwei ihrer Leute am Tatort zurückgelassen? Es ergibt überhaupt keinen Sinn, Detective. Gut, schon erkippt, ich meine Adia. Das unten drunter soll mich holen, die nächste Sackgasse. Hast du irgendwelche Hinweise? Dieser Stab. Was ist das denn? Toll gemacht, Kongressagent. Wir folgen dir den weiten Weg von Shippanko her und nach all dem Brimborium hast du nur einen Metallstab und null Hinweise. Jetzt können wir immer ein Parzival von der Liste der Verdächtigen streichen. Ja, er war es nicht. Warum? Weil er es gesagt hat, ich fasse es nicht, dass wir gemeinsam Kisiva überstanden haben und doch noch immer derart naiv bist. Gut, okay, bevor ihr mir das Ohr abkaut, eine Theorie hätte ich noch. Die Erzbändiger wollten Endera finden. Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit. Endera, pff, warum nicht gleich die Meereskönigin von Denise und Aisha, die erste Mutter noch dazu? Du jagst in der Phantom her, Detective. Psst. Was nun? Letzte Runde, hoch die Gläser, Burschen und Mädels, bevor wir zum Turnier ziehen. Ich trinke auf den Sieg von Lochborg. Du trinkst so viel, du willst. Der Sieg wird unser sein. Team Propperton! Ihr zwei spinnt wohl, wenn ihr meint, ihr hättet eine Chance gegen jemanden aus meinen heiligen Orden. Hä, Trap, hier keine Spielchen mit uns. Welche Orden denn? Wer zum unten drunter bist du überhaupt? Ja, du hast uns nicht den Namen verraten. Wen haben wir das Vergnügen zu besiegen, na? Das musst du nicht wissen. Aber das wirst du, watzen ab. Genug geredet, gehen wir. Mein Gorong wird unruhig. Panuan Bändiger, Großmäuler, die wegen dem Temtem-Turnier hier sind. Sicher per Rauchbombe aus einer Kneipe zu abschieden, ist so ein großkotziger Bändiger-Move. Moment, mir kommt da gerade eine verrückte Idee. Bei einer letzten verrückten Idee wärst du um ein Haar mit Telobos abgestürzt. Tja,
Da hat sie nicht Unrecht, weißt du? Mann, vielen Dank für die Unterstützung, Partner. Denk mal drüber nach. Dieses Turnier lockt Bändiger aus der ganzen Welt an. Wenn du ein Erzbändiger wärst, wo könntest du dich besser verstecken als an einem absolut öffentlichen Ort? Was zu meinem Zweck? Endera nimmt am Turnier teil, das ist verdammt weit hergeholt. Selbst wenn sie nicht nur eine Legende ist. Wenn ich der Besoto-Drahtzieher wäre und bereits Erzbändiger Nala an meiner Gewalt hätte, dann würde ich genau das tun, um die anderen Erzbändiger aus der Deckung zu locken und sie nacheinander auszuschalten. Dann nehme ich wohl mal an diesem Turnier teil. Genau mein Gedanke, Phantom Heart. Wenn Endera da ist, müssen wir sie finden, bevor die Besoto es tun. Ohne die vier Erzbändiger auf unserer Seite haben wir keine Chance. Ihr beide seid absolut durchgeknallt, aber von mir aus zumindest muss ich bei diesem Plan nicht mein Schiff und meine Besatzung in Gefahr bringen. Viel Erfolg, Phantom Heart. Ich habe gehört, man kann sich in der Universität für das Turnier melden. Tja, ich schreibe mich auf der Stelle ein. Aber das machen wir erstmal im nächsten Part. Denn jetzt erstmal gönnen wir uns ein paar Brotstangen und eine Tasse Tee. Bis dann und ciao bis dahin.